So, nun im zweiten Teil wollen wir dann einmal die Kameras installieren. Dafür einmal die Rückkamera zunächst und später dann auch noch die Dashcam. So, für die Rückkamera haben wir einmal die Möglichkeit, natürlich in unserer Stoßstange ein Loch zu bohren und das Ganze zu verlegen. Empfehle ich natürlich nicht, weil so ein Loch in der Stoßstange ist immer scheiße. Aber wir können natürlich das Ganze auch durch unsere Kennzeichenbeleuchtung ersetzen. Das heißt, wir haben dann eine spezielle Kennzeichenbeleuchtung, wo die Kamera dann montiert ist. Das Einzige, was dann halt in Anführungszeichen kaputt gemacht wird, ist das Gehäuse der Kennzeichenbeleuchtung, welches dann für 10 Euro ersetzt werden kann. Also besser geht's natürlich nicht. Was wir dafür benötigen, sind erstmal zwei Torx-Schraubendreher, das heißt einmal ein 25er Torx und einmal ein 30er Torx. Dann besitzen wir unter dem Auto, das heißt hier dort, wo der Auspuff ist und die Anhängerkupplung ist. Ich glaube, dort, wo die Anhängerkupplung ist, ist eine Schraube und dort, wo der Auspuff ist, müssten zwei Schrauben 30er Torx sein. Kann mich aber irren, dass es umgekehrt ist, ist aber auch egal. Auf jeden Fall sind unten drei Schrauben 30er Torx. Dann müssen wir in den Radkästen, sind jeweils vier Schrauben pro Radkasten, das sind die 25er Torx Schrauben. Die müssten entfernt werden und dann müssen wir noch einmal unsere Rückleuchten entfernen, dafür einmal ins Auto gucken, halt in den Kofferraum rein. Dort ist dann einmal so eine Stoffbedeckung, die zur Seite tun. Dahinter befindet sich sowas in einer Richtung Mutter, die halt irgendwo, ja, sagen wir mal, angepinnt ist, sodass sie nicht reinfallen kann. Diese Mutter entfernen. Dann sollten diese Rückleuchten relativ locker drin sitzen, können aber noch nicht entfernt werden, da ihr die noch am äußeren Rand, das heißt dort, wo das Blech ist, das Seitenblech, dort sind diese Rückleuchten noch eingefedert. Dort müsst ihr dann schauen, dass ihr die Lampe einmal nach oben drückt und nach vorne, also zu euch wegzieht. Gleichzeitig. Wenn ihr die zum ersten Mal entfernt, diese Lampen, ist es natürlich relativ schwierig, weil diese halt relativ fest sitzen können. Bei mir sieht das natürlich einfach aus. War beim ersten Mal aber auch ein Riesenakt, die abzubekommen. Deswegen Geduld. Wenn die Lampen dann einmal lose sind, müsst ihr dann die Stecker dahinter entfernen. Die Stecker sind relativ einfach aufgebaut. Das sind so zwei Federn außen, die ihr zusammenpressen müsst. Das sieht man aber auch relativ gut. Beziehungsweise sind oben am Kabelbund, kann man schon fast sagen. Nicht an den äußeren Seiten. Und dann die beiden Kabel, also beiden Federn zusammendrücken und den Stecker dann rausziehen und die Lampe dann zur Seite legen. Unter diesen Lampen, also unter diesen Rückscheinwerfern, befinden sich dann jeweils noch zwei Schrauben pro Seite, das heißt insgesamt vier. Das sind die 30er Torx, die müssen auch entfernt werden und erst dann könnt ihr die Stoßstange entfernen. Dabei bitte vorsichtig sein, wenn ihr die Stoßstange nämlich rausholt, befinden sich dort noch die Kennzeichenbeleuchtung bzw. die Anschlüsse dafür. Und ja, für gewöhnlich lässt sich aber die Stoßstange dort dann schon auf jeden Fall auf einer Decke oder so ablegen, sodass ihr dann, wie soll man sagen, die ganzen Sachen auf jeden Fall nicht in der Luft hängen habt. Um diese Stecker dann zu entfernen, das ist relativ einfach, habt ihr dort so, naja, wie soll man es erklären, so einen Stift zum Rausziehen, den müsst ihr einmal rausfedern und gleichzeitig halt den Stecker abziehen. Nicht übertreiben, weil sonst reißt euch dieser Stift halt ab. Deswegen, also ihr müsst ihn einfach noch ein bisschen hochdrücken und dann den Stecker rausziehen. Bitte nicht an diesem Stift versuchen, das Ganze zusammen rauszuhebeln, das wird nicht funktionieren. Da bricht euch definitiv dieser Stift halt ab. Was ihr auch schon mal entfernen könnt, ist dann in diese Innenabdeckung, die ihr hier sehen könnt, wo letztendlich, ja, so Stoßstange hinter versteckt wird sozusagen, oder der Kabeleingang ist. Das ist diese Plastikabdeckung, wo normalerweise unser Warndreieck zu verstauen ist. Diese Plastikabdeckung müsst ihr dann auch noch demontieren, das ist relativ einfach. Ihr müsst halt aufpassen bei diesen Längsteilen, die jetzt hier zu sehen sind, hier oben. Die sind nämlich eigentlich fest, das ist ein Plastikstift, der sich da befindet, der fest mit diesem Bauteil halt verbunden ist. Deswegen da ein bisschen aufpassen, dass die halt nicht abbrechen, lässt sich aber wahrscheinlich schlecht vermeiden. Wenn es passiert, ist es nicht schlimm. Wie man sieht, passt es trotzdem, bei mir sind die Teile schon abgebrochen. War zwangsläufig nicht ich schuld, weil eine Reparatur mal vorher gemacht wurde an dem Wagen. Und die Werkstatt hat die Teile abgebrochen und das Ganze natürlich dann nicht ersetzt. Naja, so ist das nun mal, wenn man fremde Leute machen lässt. Aber was dann wichtiger ist, euer untere Teil ist dann mit diesen komischen Blechklemmen wieder, ja,
verbunden. Das heißt, dort müsstet ihr noch ein bisschen unterhebeln und die Blechklemmen halt rausziehen. Und dann halt das komplette Element entnehmen oder halt zur Seite tun. Thank you.
So, um die Kennzeichenbeleuchtung dann zu entfernen, müsst ihr die nach außen eigentlich rausnehmen. Das heißt, sie ist innen eingefedert, dort vielleicht mit dem Schraubendreher kurz ansetzen, die Federung rausheben und das Ganze entnehmen. Das lässt sich aber relativ schwer entnehmen, wenn noch die Kennzeichenhalterung dran ist. Das heißt, die müsste abgeschraubt werden. Und dann lässt sich für gewöhnlich relativ einfach die Kennzeichenbeleuchtung nach vorne hin, also zu euch, nach außen hin, besser gesagt, entnehmen. So, und dann habe ich erstmal versucht, das Ganze natürlich irgendwie so hinzubekommen, dass man es halt ohne großartige Veränderung zusammenbaut, aber es klappt halt nicht. Deswegen müsstet ihr eigentlich in dem, in dieser Fassung für eure Kennzeichenbeleuchtung ein Loch bohren, damit letztendlich die Stecker und Co. durch dieses Loch halt, ja, rausgehen. Weil andernfalls, werdet ihr das Kabel nicht durch die, oder besser an, ja, eurer Kennzeichenbeleuchtung bzw. an diesem Gehäuse vorbeiführen können. Das ist halt das Hauptproblem, weil das Kabel normalerweise natürlich nach innen verläuft, das heißt, von der Kamera geht das Ganze durch eine kleine Schleuse sozusagen nach innen, also in das Gehäuse der Kennzeichenbeleuchtung, und von dort aus, ja, wohin geht's raus? Geht ja nicht mehr raus. Deswegen muss da ein Loch reingebohrt werden. Am besten so natürlich das Ganze versteckt, das Loch, dass es wahrscheinlich in Richtung Stoßstange zeigt, dass keine Feuchtigkeit etc. pp. Eindringen können. Ihr könnt es später dann auch wieder eigentlich relativ gut verschließen, wenn ihr natürlich wollt. Müsst aber da bedenken, normalerweise müsstet ihr jetzt auch wieder entfernen können, weil ihr müsst ja, wenn gegebenenfalls mal die Rückleuchte, also Kennzeichenbeleuchtung kaputt geht, das Ganze natürlich reparieren können. Das wird auch noch zum Problem, weil wenn ihr die Schrauben verschraubt, wird das auch so sein, dass diese Plastikverschraubung, die normalerweise zum Originalzustand dazugehört, zu eurer Kennzeichenbeleuchtung, dass die Löcher nicht zwangsläufig hundertprozentig übereinstimmen. Das heißt, hier müsstet ihr gegebenenfalls noch andere Schrauben, zwei Stück, besorgen, die letztendlich dann ja passend sind. Das heißt wahrscheinlich größere Schrauben, die dann in das Loch passen. Beziehungsweise müsst ihr dann auch ein neues Loch bohren. Das Loch, welches ihr dann letztendlich für das Kabel bohren müsst, das, um das letztendlich aus diesem Gehäuse rausbekommen zu können, wird auch relativ groß, weil die Stecker halt da durch müssen und deswegen bleibt halt nichts anderes übrig. Ihr könnt natürlich die Stecker kappen und dann später wieder zusammenlöten und so weiter und so fort, aber der Aufwand wäre dann halt größer, beziehungsweise es ist nicht einfach, so ein Koax-Kabel einfach mal kurz zu kappen und dann wieder zusammenzulöten, weil Ummantelung etc. pp. Da schon ein Faktor spielen. Das heißt, normalerweise braucht ihr eine Kupplung dafür dann später wieder. Und wie gesagt, deswegen habe ich einfach ein größeres Loch gebohrt, um das Ganze letztendlich dann so einfach wie möglich zu gestalten. Auch wenn es halt ein bisschen hässlich da dann aussieht, aber man sieht es halt nicht von innen. Das ist der Unterschied. Und wenn man das Ganze natürlich auch richtig bohrt, dann dringt auch keine Feuchtigkeit ein, weil wie soll das Regenwasser letztendlich dann um die Stoßstange herumfließen? Ich denke mal, das ist nicht so einfach möglich. Was auch noch zu empfehlen ist, dass ihr die Gummidichtung übernehmt. Das heißt, ihr habt normalerweise hier zu sehen eine Gummidichtung über euer eure alte Abdeckung, sagen wir es mal so, die einfach auf die neue Abdeckung mit der Kamera übernehmen. Die sollte normalerweise auch sehr gut passen. Das ist nämlich so eine Gummiabdeckung, die letztendlich als Dichtung dient. Thank you.
So, dann wenn ihr fertig seid, das Kabel durchgezogen habt, natürlich das Ganze wieder zusammenbauen, schon mit der Verschraubung, mit euren Kennzeichenbeleuchtungen, dann könnt ihr das Ganze ganz einfach durch das Loch wieder fädeln und wieder einsetzen, so wie es vorher war. Dann müsstet ihr einmal die anderen, also die beiden Stecker für eure Kamera, durch die Öffnung für die Kennzeichenbeleuchtungsanschlüsse bzw. Kabel, die müsstet ihr durch die jeweilige Öse auch führen, das ist so auch so eine Gummiöse. Ist ein bisschen Fummelarbeit, dauert ein paar Sekunden, aber die müssen halt da durch. Und wenn das Ganze dann drinnen ist, könnt ihr dann die Stoßstange praktisch gesehen schon wieder eigentlich ja draufsetzen auf das Auto. Und natürlich nicht vergessen, ja, die Kennzeichenbeleuchtung auch wieder anzuschließen. Also einfach den Stecker draufsetzen und dann sollte die auch definitiv wieder funktionieren. So, jetzt ein paar kleine Infos vorweg. Ich habe nämlich schon vom Radio vorne das Kabel durchgezogen bis nach hinten. Das heißt, ich muss ja ein Koaxkabel von unserem Cam-In-Eingang bis nach hinten ziehen. Und ich muss einmal noch die jeweilige Reverse-In, die Strippe, müsste ich dann praktisch gesehen, gibt es auch ein Koaxkabel mit diesem, ja, Signalleiter, sagen wir es mal so. Ich habe das separat gezogen, muss aber auch von vorne bis nach hinten gezogen werden zu unserem Rückwärtsgang. Man könnte irgendwo am Steuergerät das natürlich auch abgreifen, aber dafür braucht man die Pläne etc. pp. Und die haben wir nicht und dementsprechend klappt das Ganze so nicht. Das heißt, ich habe schon eine gewisse Vorbereitung getroffen, um das Ganze jetzt nicht ziehen zu müssen. Ist ein bisschen tricky, das Ganze unter der Rückbank durchzubekommen, beziehungsweise dort unter dem Vlies oder unter der Abdeckung halt durchzuziehen. Da empfiehlt sich normalerweise ein Glasfaserdraht, um das Ganze dann durchgezogen zu bekommen, weil sonst werdet ihr mit Sicherheit händisch das Ganze nicht so einfach hinbekommen, weil das Ganze natürlich ziemlich schwerfällig ist. So, das mal, und dann habe ich das Ganze natürlich an der Seite einmal durchgefriemelt, sodass es letztendlich dann dort an dem Rücklicht alles rauskommt. Die Stoßstange an sich könntet ihr praktisch gesehen schon einigermaßen montieren. Das heißt, hier die Schrauben oben, die am Lampenträger vorher waren, beziehungsweise an euren Rückleuchten waren, können rein. Wenn ihr wollt, schon die Radkastenschrauben, wenn ihr das Ganze natürlich getestet habt mit der Kamera vorher. Ansonsten würde ich das Ganze auch nicht zusammenbauen. Aber es ist ja selbstverständlich, dass man das vorher auch mal testet. Das heißt, alles vorher mal anschließen und prüfen. Und die Schrauben unten, die Torx-Schrauben, könnt ihr eigentlich auch soweit schon mal wieder reinschrauben. Dann könntet ihr gucken, ob natürlich euer Kennzeichen noch passt, weil das Ganze natürlich ziemlich straff dahinter sitzt. Ihr müsst es ein bisschen anwinkeln, um das zwischen zu kriegen. Aber es passt alles soweit. So, dann gehen wir mal an die Verkabelung ran. Die Verkabelung an sich ist gar nicht so kompliziert, aber es gibt halt ein paar Dinge, die man zusammenbasteln muss.
So, zunächst unser Koaxkabel, welches natürlich an die Kamera sofort drankommt und dann passt das schon mal. Dann haben wir hier noch so eine kleine Box, beziehungsweise so ein Transformator, weil wir haben beim Rücklicht kein Gleichstromsignal, sondern halt ein frequentiertes Signal. Und das wäre für die Kamera ziemlich scheiße. Deswegen müssen wir schauen, dass, wenn wir das Ganze natürlich am Rücklicht anschließen, dass diese Box vorhanden ist. Für gewöhnlich, ich habe diese Box bzw. die Kamera aus China bestellt und die Box war auch direkt dabei, weil die auch für mein Auto vorgesehen ist. Deswegen wissen die Leute schon, VW kann Bus, deswegen ist das alles natürlich so problematisch. Beziehungsweise ist das kein CAN-Bus-Signal, es ist einfach nur ein frequentiertes Signal. Da muss die Box zwischen, ansonsten flackert die Kamera sehr wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich so, also ich habe es mindestens so mal nachgelesen. Ob es natürlich stimmt, ist was ganz anderes, ist was im Forum, deswegen sei es jetzt mal dahingestellt. Was wir natürlich jetzt machen müssen, wir müssen zwei Punkte finden. Das ist einmal natürlich unser Massesignal. Für gewöhnlich ist Masse im Auto braun. Jetzt muss man natürlich aufpassen, wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten der Braunstrippe, das heißt braun einfarbig ist natürlich generelle Masse oder halt Fahrzeugmasse oder beziehungsweise Minuspol und Fahrzeugmasse, so kann man das genau definieren, oder wir haben halt braun mit einer anderen Farbe zusammen. Das würde dann bedeuten, dass diese Masse eigentlich fürs Steuergerät gedacht ist, wo ich mich natürlich zwangsläufig nicht anklemmen würde. Ist aber auch eigentlich irrelevant, weil letztendlich, wie der Stromkreis geschlossen ist, gehen wir definitiv über das Steuergerät. Deswegen ist es auch zweifarbig markiert normalerweise, das Kabel, wo wir dran gehen. Über welches Steuergerät wir genau gehen, weiß ich jetzt gar nicht so genau, ist aber auch irrelevant, wie gesagt. Dann benutze ich eigentlich nicht so fachmännisch eine Lüstoklemme, um das Ganze zu verbinden, weil mir so das ganze Löten etc. pp. Einfach zu blöd wäre. Und so viel Arbeit verschafft. Wenn ich das Ganze mal wieder entfernen will, kann ich das Ganze dann mit einer Lüstoklemme einfach wieder trennen. Wie man sieht, sieht man die kleine Box, da müsst ihr auf Innen-Out halt nur achten, glaube ich, war da. Und mehr halt auch nicht. Deswegen, dann ist halt Rot Plus, Schwarz Minus, gibt es halt nicht viel zu sagen, ne? Die Farbe habe ich dann schon beibehalten. Danach müsst ihr gucken, wo unser Plus-Signal ist. Das lässt sich dann eigentlich entweder der Pläne entnehmen, die ihr vielleicht besitzt. Ansonsten müsst ihr es halt nachmessen. Das macht man am einfachsten, indem man ein Messgerät ansetzt. Das heißt, wir gehen eben einmal die braune Strippe mit unserem Minuspol und suchen dann, je nachdem, wie wir gerade das Ganze schalten. Das heißt, normalerweise auf dem Kanal, wo jetzt der Rückwärtsgang ist, unsere Rückwärtsleuchte leuchtet, muss man schauen, ob, wie soll man es erläutern, 12 Volt anliegen, wenn wir den Rückwärtsgang einlegen. Das heißt, der Kanal, beziehungsweise der... Ja doch, Kanal kann ich sagen, passt schon. Der hat halt nur 12 Volt, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Das heißt, den Rückwärtsgang einlegen, nachmessen, da sind 12 Volt, Rückwärtsgang raus, müsste 0 Volt sein. So muss das Ganze natürlich dann passen. Was anderes kann natürlich dann nicht sein, weil ich habe Tagfahrlicht, dementsprechend dürfte auf der Rückleuchten sowieso 12 Volt sein. Das heißt, es fällt schon mal weg, wenn wir den Rückwärtsgang rausnehmen, dass dort halt 0 Volt sind. Das heißt, die Punkte fallen dann schon mal weg. Habt ihr kein Tagfahrlicht, habt ihr überall 0 Volt. Das heißt, wahrscheinlich eher einfach einen Rückwärtsgang einlegen und dann halt nachmessen, wo ihr 12 Volt habt. Dann passt das schon. Ansonsten müsstet ihr halt mal ein bisschen rumtesten, ob ihr das Ganze findet. Deswegen also einmal eine Strippe dann in den braunen Kanal bzw. Eingang reinstecken und eine Strippe dann halt die verschiedenen Farben durchschauen, ob dann 12 Volt bzw. mit 12 Volt Gleichspannung dann irgendwo besitzen. Ja, und an dieses Kabel müsst ihr dann dran gehen. Das heißt, ihr habt dann solche Parallelklemmen, wie jetzt gesehen, oder ihr schnippt das Kabel durch und benutzt auch eine Lüstoklemme, welche Variante natürlich schöner ist. Ist die Lüstoklemme, weil diese China-Klemmen sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen, also, sie funktionieren zwar, gerade bei der Kabel Dicke, die halt vorhanden ist, klappt das Ganze, aber ich empfehle es trotzdem nicht zu machen, weil es einfach, das ist so solche Schneidelemente drin. Da kann durchaus sein, dass sich das Kabel dann mal löst und dann funktioniert die Kamera wieder nicht, weil der Stromkreis unterbrochen ist. Deswegen also im Idealfall natürlich verlötet man das Ganze, macht das so, aber man kann es auch definitiv einfach so machen. So, und dann letztendlich müssen wir nur noch schauen, dass wir unser Reverse-In, das heißt unser Rückwärtsgang, das Signal letztendlich, was uns zu unserem Radio gehen soll, auch an den Pluspol von unserem Rückwärtsgang anschließen. Das heißt, wir haben am Pluspol letztendlich einmal die Kamera, also das Plussignal von der Kamera angeschlossen, dann einmal natürlich unser Rückfahrsignal, welches zu unserem...
zu unserem Radio geht. Und natürlich haben wir dann einmal auch die Rückfahrleuchte so gesehen angeschlossen. Also die drei Signale gehen jetzt das Signal, was letztendlich vom Steuergerät kommt, für unsere Rückfahrleuchte eigentlich. So, und wie man sieht, klappt das Ganze einwandfrei. Ohne Ruckeln, ohne alles. Die Hilfsleuchten, beziehungsweise diese Hilfsmarkierungen darf man jetzt nicht zu ernst nehmen. Die sind natürlich nicht so, dass man das jetzt da besser durch einschätzen kann. Vor allem, wenn sie auch doppelt gemoppelt sind, die drehen sich auch nicht mit dem Lenkrad. Das klappt halt nicht. Dafür gibt es halt andere Signale, die da normalerweise für zuständig wären. Die LED-Beleuchtung funktioniert hier, wie man sieht, auch. Und mehr bleibt halt nicht zu sagen, deswegen müsst ihr den Rest jetzt noch zusammenbauen. Das heißt, die Stoßstangen natürlich fixieren, die ganzen Kabel natürlich noch zusammenrollen, sodass die letztendlich nicht stören, vielleicht mit Kabelbindern agieren, die ganzen irgendwo einhaken. Dann wieder die Abdeckung drüber, die halt richtig einrasten lassen. Ihr müsst halt aufpassen auf die Klappe, die letztendlich dann für eure Heckklappe zuständig ist, dass die sich jetzt nicht irgendwie verkantet, dass ihr eure Heckklappe nicht mehr zubekommt oder irgendwas kaputt macht, dass natürlich die Blechklammern natürlich später auch richtig sitzen. Das ist halt wichtig und dass die Abdeckung dann wieder einigermaßen stimmig passt. Das heißt, die ist auch unter eurem, wie soll man sagen, Holzbrett für euren Reserveradkasten. Die Abdeckung ist halt da drunter, diese Plastikabdeckung. Deswegen, das muss halt alles beachtet werden. Die Stoßstangen natürlich mit den jeweiligen Schrauben wieder fixieren. Das heißt, die vier Stück im jeweiligen Radkasten, das sind ja dann acht. Dann die vier, die unter den Lampen waren halt. Und dann die drei komplett unten drunter. Das heißt, ich habe zwei neben dem Auspuff und zwei. Und eine war, glaube ich, dann an der Anhängerkupplung bzw. am Abschleppdingen dran. Anhängerkupplung ist ja was anderes. So, dann noch die Lampen einbauen, die natürlich dann erstmal anschließen, dann natürlich an den äußeren Seiten einstecken. Das heißt, jetzt wieder einklipsen, sich die ganze Geschichte einklipst und dann, diese Mutter, die dort halt hängt, noch wieder festschrauben. Und dann sollte normalerweise auch alles wieder zusammengebaut sein und soweit fertig sein. We'll be right back.
So, und nach 120 Jahren habe ich auch meine Dashcam bekommen. Nach drei Bestellversuchen, glaube ich, kam die dann auch mal an, nachdem ich die dann irgendwo von einer anderen Marke bestellt habe und das Ganze nicht konfisziert wurde. Warum, weshalb, warum das Ganze geklaut wurde, weiß ich selbst nicht beim Zoll. Ich habe keine Ahnung, spielt auch keine Rolle. So, deswegen muss ich einmal wieder alles demontieren vom Radio, weil ich muss ja hinten dran. Dafür muss ich einmal meinen Rahmen abnehmen, den ich festgeklebt habe mit doppelseitigem Klebeband, weil es sich halt anders nicht bei meinem Auto machen lässt. Es gibt natürlich spezielle Radios, die natürlich für ein Polo vorgesehen sind, die mit diesem Einrasthaken dann auch arbeiten, aber das habe ich halt nicht. Deswegen habe ich da ein bisschen improvisiert, wie man hier sieht. Ich habe oben ein bisschen diese, ja, wie soll man sagen, Styropor, das ist der Richtung. Styropor wäre ein bisschen zu fest, das ist so Schaumstoff. Matten für Handys für gewöhnlich, die habe ich dann zurechtgeschnitten und angepasst und unten habe ich dann so ein Harzplättchen drunter gepackt, um das Ganze natürlich anzuheben, dass es dann in der Höhe vom Rahmen her passt. Danach muss ich jetzt ein bisschen ein paar Sachen vorbereiten, das heißt, weil ich habe die USB-Kabel zum Beispiel einmal nach eins nach hinten gezogen und eins in ins Handschuhfach gelegt. Das werde ich ändern. Ich werde jetzt einen Adapter einbauen für wie soll man sagen, ja, für unsere Blenden hier, die hier oben sind. Dort, wo wir zum Beispiel die Rückscheibenheizung anschalten können, die Schalter, dort sind ja Blenden drüber. Dort nehme ich eine Blende raus, werde dann ein Loch reinmachen und dann diese USB-Anschlüsse so verstauen, dass ich dann letztendlich die USB-Anschlüsse draußen habe. Beziehungsweise so schön versteckt habe, dass sie dann ja nicht irgendwie lose in der Gegend rumfliegen. Des Weiteren werde ich auch die Dashcam einbauen. Das heißt, wir werden jetzt schauen, wie wir das Ganze natürlich verkabeln können. Am einfachsten lässt sich natürlich verkabeln über den Video-In-Eingang. Da haben wir so ein spezielles Kabel dabei mit AUX links, AUX rechts. Das ist ja komplett scheißegal. Die müssen wir nämlich nicht benutzen. Wir brauchen nur diesen Video-In-Eingang, weil unser Cam-In-Eingang schon belegt ist von unserer Rückfahrkamera. Und das ist auch richtig so. Anders lässt sich das leider mit einer zweiten Dashcam nicht, beziehungsweise mit einer zweiten Kamera nicht regulieren. Das heißt, ihr müsst über den Video-In-Eingang gehen. Und es sollte auch eine Kamera sein, die separat aufnimmt, damit letztendlich auch Videomaterial aufgenommen wird, weil ansonsten habt ihr halt nur ein Bild, welches dann letztendlich, wie soll man sagen, auf euer Display angezeigt wird, aber halt nichts gefilmt wird, außer ihr filmt dann euer Display. Das wäre natürlich dann eine andere Möglichkeit. Aber, wie gesagt, dafür habe ich dann eine relativ teure Dashcam besorgt dafür. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich eine billigere mal besorgt, aber da gab es halt Probleme mit dem Versand aus Fernost. Die wurde dann mindestens mehrere Male ist die halt nicht angekommen, habe das Geld auch zurückbekommen zum Glück. Deswegen habe ich dann einmal 20 Euro nochmal mehr investiert und habe dann letztendlich was Vernünftiges bekommen. Deswegen muss ich jetzt ein paar Vorkehrungen treffen. Das lässt sich leider nicht anders machen. Und ja, das heißt, ich werde jetzt alle Sachen so verlegen, dass ich die letztendlich ja, verstecke. Auch unser GPS und unser WLAN-Modul, welches jetzt hier noch auf dem Armaturenbrett befindet, wird dann später in der Seitenverkleidung verschwinden und dann wird nichts mehr zu sehen sein diesbezüglich. Aber wie gesagt, erstmal muss ich die Kabel dann, ja, verlegen. Das heißt, hier auch oben zum Beispiel habe ich schon die eine Abdeckung rausgenommen. Die müsst ihr einfach nur, wenn ihr das Radio draußen habt, von hinten rausdrücken und dann könnt ihr die entnehmen. Natürlich solltet ihr einmal alles vorher durchtesten, anders würde das wahrscheinlich schlecht funktionieren. Normalerweise sind bei der Kamera so, soll ich sagen, Klemmen bei, die letztendlich dann in den Sicherungskasten gehören. Das Problem bei Polo ist letztendlich nur, dass ihr im Sicherungskasten wahrscheinlich die Stellen, die frei sind, die da keine Klemmen drin besitzen, dass das funktionieren könnte. Das ist das Problem. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher das Ganze so gestalten, dass ihr das Ganze mit Lüstoklemmen und Co. verdrahtet. Das habe ich dann auch gemacht. Ich wollte es erst mit 9 Pins probieren, das heißt diese männlichen und weiblichen Pins, die in den Steckern drin sind, um das Ganze zu pressen. Aber das ist eine Arbeit, die mit der ohne die richtige Klemme, also ohne die richtige Zange, aussichtslos ist. Deswegen habe ich das Ganze dann mit Lüstoklemmen gemacht und das ist dann wesentlich angenehmer. Natürlich könnte man es auch löten, aber das ist dann auch wieder viel Aufwand dafür, dass ich dann letztendlich sowieso das Auto bis zum Tode fahre, so gesehen. Dann werde ich das besser so haben, wie ich das jetzt habe, finde ich angenehmer. Und dann später, wenn ich was entfernen möchte, kann ich das auseinanderschrauben, muss dann nicht immer mit dem Seitenschneider alles durchtrennen und kann später auch, wenn ich es möchte, wieder woanders aufbauen. Das ist ja auch kein Problem, das ist immer dann eine sehr, sehr schöne Variante. Deswegen sind Lüstoklemmen eigentlich immer sehr, sehr angenehm. Deswegen habe ich dann auch die Köpfe abgeschnitten von den jeweiligen Kabeln. Das heißt, Anschlüssen, Masse,
wie heißt das hier nochmal, Zündungsplus und Dauerplus. Dauerplus war ja gelb, Zündungsplus war rot und schwarz ist Masse. Das ist dann auch bei unserem Radio genau gleich, deswegen passt das alles super. Und da müsst ihr nur in den Video-In-Eingang gehen. Ich bin jetzt hier in den Cam-In-Eingang gegangen, das ist schwachsinnig. Brauche ich nicht, das klappt über diesen Video-In. Ja, wie gesagt, wollte ich da im Sicherungskasten mal nachschauen und da gucken, weil ich eigentlich die Klemme da reinsetzen will. Macht aber auch eigentlich keinen Sinn, dann braucht ihr wieder eine Verlängerung, also ein Koaxialkabel mit Verlängerung, weil ansonsten ist das Koaxkabel zu kurz vom Sicherungskasten, um es zum Radio zu legen. Das ist auch wieder scheiße. Deswegen braucht ihr da gegebenenfalls dann eine Verlängerung, wenn ihr das bei euch machen wollt. Ja, wie gesagt, das habe ich da nicht gemacht, weil ich habe da... Es fehlt einfach die Gegenseite dafür, ich konnte es nachmessen, weil ich bin gegen Masse gegangen und gegen die jeweiligen Sicherungen und da ist halt nichts drin. Tja, scheiße, ne? Also weder eine Sicht, also da wo Sicherungen drin sind, kann ich mich sowieso ja nicht anpinnen, das macht ja keinen Sinn. Und da wo letztendlich keine Sicherungen drin sind, sind auch keine Klemmen, also keine weiblichen Klemmen auf der anderen Seite, sodass letztendlich den Stecker, den ich dann reindrücke, dann irgendwo einen Sinn ergibt. Deswegen, tja, scheiße gelaufen. Aber lässt sich halt leider nicht ändern. Deswegen muss ich die Köpfe dann abschneiden, das Ganze dann abisolieren, dort eine, wie soll ich sagen, Ader-Endhülse drauf. Im Idealfall mache ich die Ader-Endhülse noch so, dass ich natürlich dann, wie soll ich sagen, nicht darauf die Ader-Endhülse setze, sondern mit zwei Kabeln das Ganze verbinde, damit das Ganze dann sauber ist und ich dann nicht 20.000 Ader-Endhülsen habe und die Lystoklemmen unendlich dick werden, weil je mehr Ader-Endhülsen ich habe, desto dicker wird so eine Lystoklemme. Deswegen empfiehlt sich das eigentlich mit zwei Strippen sofort in einen zu packen und dann brauche ich später nur eine relativ kleine Lystoklemme, die dann gut verstaubar ist, weil wie wir sehen können, ist auch der Stauraum in unserem Radiofach relativ gut ausgenutzt, muss man sagen, weil da sehr viele Kabel langlaufen und auch später unsere USB-Anschlüsse werden da ziemlich interessant reagieren, sagen wir es mal so, weil die müssen auch noch verstaut werden.
So, das Kabel für eure Dashcam müsstet ihr gegebenenfalls ja auch noch verlegen. Das heißt, wir wollen ja später oben irgendwo oben auskommen und das Ganze nicht über die Scheibe querfeld einlegen. Deswegen empfiehlt sich rechts so diagonal ist so ein kleines Loch. Wenn ihr durch den Schacht guckt, seht ihr normalerweise euren Boden unten, eure Fußmatte gegebenenfalls. Und durch dieses Loch müssen wir jetzt endlich das Kabel durchführen, damit es dann gut verlegt wird. Deswegen einmal durch das jeweilige Loch durchziehen, das Kabel, und später dann unten unter der Abdeckung entlanglegen. Ich habe da ja schon das Kabel vom WLAN und vom GPS liegen. Das ist dann auch schon mit Kabelbindern fixiert, sodass es dann ja nicht irgendwo auf dem Boden liegt, sondern noch versteckt ist. Was dann auch sehr angenehm ist. Und das gleiche mache ich dann auch, wie gesagt, mit diesem Kabel. So, bevor ihr jetzt natürlich da rumbastelt, einmal Batterie abklemmen. Das geht nur der Sicherheit zugute, weil wenn jetzt irgendwelche Sachen natürlich gekappt werden an Strippen und dann irgendwo Kurzschluss entsteht, haut ihr euch damit eine Sicherung durch oder irgendwas kaputt. Deswegen einmal damit die Sicherung vorher, die Batterie abklemmen, einfach nur den Minuspol abschrauben, abheben und zur Seite packen und dann könnt ihr das Radio problemlos abklemmen. Das heißt, wir nehmen den ISO-Stecker auseinander. Das heißt, diese zwei Steckeinheiten müssen wir rausnehmen. Und dann tritieren wir das Kabel, welches dann zum Radio geht. Das heißt, dort die Strippen, die jeweiligen Strippen, drei Strippen sind es genau zu sein, durchschneiden. Wie gesagt, dann das Ganze zusammenfriemeln, indem ihr dann Adernenthülsen benutzt. Das heißt, ihr abisoliert dann die jeweiligen Kabel oder Strippen und dann friemelt die einmal zusammen, Adernenthülse so drüber über zwei Kabel auf einmal direkt am besten und dann später das mit der Lüstoklemme natürlich wieder zusammenschrauben und dann ist das Ganze fertig und dann sieht es auch also sieht erstmal sieht sauber aus und zweitens ist es sehr sicher und fest, weil da kann keine Unterbrechung kommen und passieren kann auch nichts großartig, deswegen alles super. Thank you.
So, wenn dann alles fertig verkabelt ist, natürlich erstmal alles einigermaßen hier zusammenstecken, sodass es funktioniert. Ich habe die Kabel noch hier draußen liegen, weil ich das Ganze noch nicht nach hinten schmeißen möchte. Dann einmal die Batterie wieder anklemmen, Auto starten, Radio starten und dann sollte normalerweise unter Video In, wenn wir dann unter unser AV In, also die App, dann reingehen, natürlich auch Kamera anschließen, nicht vergessen, selbstverständlich, sollte da normalerweise ein Bild erscheinen. So, soweit funktioniert dann alles. Jetzt muss das Radio noch eingebaut werden, das heißt wieder die ganzen Strip und Kabel natürlich so durchziehen, dass letztendlich nichts im Wege steht sozusagen. Natürlich müsste das Ganze dann ein bisschen in den unteren Schacht alles eingelegt werden, das heißt dort, wo eure Klimaregelung normalerweise sitzt, beziehungsweise auch sitzt, ist also relativ viel Platz, das heißt die Kabel müssen dort verstaut werden, weil hinterm Radio ist definitiv kein Platz mehr. Dieses Radio ist zu lang dafür. Beim Anführungszeichen Original-Ersatzradio mit 2 DIN könnte es durchaus sein, dass ihr dort genug Platz habt und das Ganze verstauen könnt, aber garantieren kann ich es halt nicht. Deswegen, müsste es normalerweise nach da unten verlegt werden. So, wenn das Ganze dann soweit verlegt habt, ich werde natürlich noch ein bisschen isolieren das Ganze, die ganzen Stecker von unserem Video-In, Mikrofon-In und Cam, also Rückfahrkamera, sollten normalerweise isoliert sein, damit letztendlich die Stecker nicht von alleine abfallen können. Das geht mit dem ersten Grund und zweitens haben wir da Masse und wenn da ein Pluskontakt drauf fällt, kann es dann zu einem Kurzschluss kommen. Deswegen empfehle ich eigentlich, solche Kontakte immer zu isolieren. Muss nicht sein, dient aber auch einfach zu, sagen wir mal, zu 80% der Sicherheit, dass diese Stecker sich doch nicht irgendwie durch Vibration etc. lösen können, dass wir später das Radio wieder demontieren müssen. So, dann habe ich noch so einen feinen USB-Adapter bestellt mit 8 Meter langen Kabel. Das ist natürlich auch ziemlich blöd, den hätte ich auch ein bisschen kürzer bestellen können. Den habe ich dann, wie gesagt, mit der Blende habe ich da ein Loch reingebohrt, dann das Ganze ausgefeilt, sodass das Loch dann groß genug ist, um das Ganze einzusetzen. Und dann habe ich beide Kabel damit verbunden. Natürlich könnte man wahrscheinlich auch noch einen Switch benutzen, sodass wir dann auf einen USB-Anschluss nur gehen und nicht auf beide direkt. Und habe das Kabel dann da reingeführt, wie man hier sieht. Und da muss ich nur die Blende jetzt reindrücken. Und das Ganze sieht sauber verstaut aus. Dann im Nachhinein das Radio vielleicht noch ein bisschen ausrichten. Das heißt, ein bisschen hochrücken oder ein bisschen so rücken, wie ihr es wollt. Das geht natürlich später auch mit dem Rahmen, den ich hier festkleben werde. Dass das einigermaßen natürlich symmetrisch aussieht, wollen wir es mal so sagen. Weil ich muss den Rahmen ja später noch draufsetzen, der wird nochmal richtig ordentlich festgeklebt mit doppelseitigen Klebeband, so wie ich es vorher auch hatte. Hat auch super gehalten, muss man sagen. Ist also nicht verrutscht oder irgendwie mal abgefallen oder rausgefallen oder sonstiges. Also diese Technik hat schon funktioniert und sich bewährt. Aber wie gesagt, es gibt auch passende Radios für ein Polo. Dementsprechend müsst ihr euch diese Mühe nicht machen, weil das viel Arbeit war, das Ganze zurechtzuschneiden und zurechtzumachen und das Radio auszurichten und schlag mich nicht tot. Das könnt ihr euch damit dann auch sparen. Deswegen, also da gibt es natürlich eine passende Variante auch. Thank you.
Dann teste ich nochmal die Funktion einmal kurz durch, weil natürlich, ob die also Kamera, Rückfahrkamera und so weiter das natürlich dann überlebt haben. Sagen wir es mal so. Weil natürlich, wenn der Stecker sich jetzt wieder gelöst hat, dann haben wir natürlich ein Problem. Das brauchen wir gar nicht weiter zusammenzubauen alles. Dann muss das Radio eh wieder raus, weil die Strippen dann wieder verbunden werden müssen. Deswegen also alles nochmal durchchecken vielleicht, um dann weiterzumachen. So, da müsst ihr im Dachhimmel einmal hier die Beleuchtung bzw. hier eure Blende oder was ist mein Alarmding entfernen. Das muss einfach nur rausgezogen werden, wie man hier sieht. Das geht manchmal relativ schwer, manchmal einfach, je nachdem, ob man das zum ersten Mal macht oder halt nicht. Dann den Stecker einmal hier entfernen. Da müssen wir schauen, manchmal sind unterschiedliche Sicherungen dran. In dem Fall musste ich wahrscheinlich irgendwas zusammendrücken oder rausziehen und das Ganze dann entfernen. Die Lampe geht genauso ab, die hat aber eine andere Sicherung wieder. Das sind dann zwei Klammern, die außen dran sind. Da braucht ihr den Schlitzschraubendreher, um das Ganze dann abzubekommen. Und bitte vorher Batterie natürlich abklemmen, das ist selbstverständlich. Immer wenn ihr irgendwelche elektrischen Sachen entfernt, dann sollte natürlich die Batterie abgeklemmt sein. Dann einmal eine Sonnenblende, dort wo das Gelenk ist, wo ihr dann die Sonnenblende drehen könnt. Dort ist ein kleiner Pin, so gesehen, den müsst ihr auch aushebeln. Darunter befindet sich eine Torx-Schraube, das müsste, glaube ich, eine 20er Torx-Schraube gewesen sein. Die auch einmal entfernen, das dient einfach dazu, um den Himmel etwas gängiger zu machen für uns, damit wir das Kabel später durchführen können. Man könnte natürlich wahrscheinlich auch die andere Schraube auf der anderen Seite, dort wo die Klemme ist, noch lösen, aber braucht man eigentlich nicht, man kriegt es auch so hin. Was natürlich auch noch gelöst werden muss, das mache ich dann später nochmal, muss natürlich der um den Handgriff sein, den einfach runterklappen, da drin befinden sich auch wieder zwei Abdeckungen, die ihr raushebeln, dort befinden sich wieder zwei Torx-Schrauben drin, die beiden einmal entfernen und den Griff dann auch zur Seite legen. Dann muss einmal die A-Säule entfernt werden, also die Abdeckung entfernt werden. Die ist eingeklipst, am besten mit so einem Plastikhebler das Ganze versuchen auszuhebeln. Wenn ihr es idealerweise macht, holt ihr euch sofort diesen weißen Pin mit raus. Das wird beim ersten Mal relativ schwer funktionieren. Nicht erschrecken, das knackt manchmal ein bisschen. Schaut am besten dann durch die Lücke, die ich geschaffen habe, mal rein. Und versucht diese weißen Pinne mit rauszuziehen. Bei mir sind sie nicht mit rausgekommen, deswegen ist einigermaßen diese Fassung beschädigt nicht, aber sie hat sich halt gut mitgedehnt. Ist nichts kaputt gegangen zum Glück, also es ist anscheinend sehr resistent zum mein Glück. Deswegen versucht am besten das Ganze mit den weißen Pinnen, die letztendlich sich im Blech befinden, das Ganze mit rauszuziehen. Das ist natürlich wesentlich angenehmer, das Ganze zu regeln. Dann sind da drei Pinne versteckt, die müsst ihr entfernen und dann müsst ihr die Säule ein bisschen hochschieben, um die letztendlich von unten noch rausgezogen zu bekommen und dann natürlich nicht komplett rausreißen, weil das Ganze mit dem Lautsprecher verbunden ist. Die Säule dann einfach nur zur Seite legen, das reicht dann vollkommen aus. Unten müsst ihr dann noch schauen, dort wo bei auf der anderen Seite der Sicherungskasten sei, ist ja genau das gleiche, Anführungszeichen, gleiche Abdeckung, die natürlich auch raushebeln sozusagen, weil dort müssen wir das Kabel natürlich dann auch noch entlang führen und nach oben weg halt. Wie gesagt, der Handgriff sollte am besten auch noch weg, dann könnt ihr das Ganze nämlich um die Vertiefung von eurer Sonnenblende herumführen das Ganze und direkt zum großen Loch gelangen, wo dann letztendlich dann eure Innenraumbeleuchtung war. Das ist natürlich ein bisschen Fummelarbeit, vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, aber für gewöhnlich geht das relativ gut. Wenn wir relativ gerade reingehen, geht das normalerweise auch relativ gerade durch. Das heißt, ihr müsstet auch ein bisschen den Himmel ein bisschen ganz leicht runterziehen, sodass das Kabel einigermaßen durchkommt an dem Punkt. Und dann das Kabel versucht natürlich zu dem Punkt durchzuführen. Thank you.
Ja, dann einmal wieder, wenn soweit alles passt, natürlich den Griff hier montieren. Der muss natürlich richtig eingehakt sein, damit das alles auch passt. Die beiden Torx-Schrauben durch, aber normalerweise kann man nicht viel falsch machen, weil so ein Pin das Ganze natürlich ausrichtet. Und dann könnt ihr auch schon die Sonnenblende montieren. Das heißt, die eine Schraube da rein, den Pin vielleicht schon draufdrücken, dann ist das alles schon mal weg. Die Lampe natürlich wieder einsetzen, diese, wenn ihr die auch rausgeholt habt, eure Leseleuchte nennt sich das, glaube ich, dort. Oder Kosmetikleuchte. Die könnt ihr dann auch wieder einsetzen, wenn ihr die rausgeholt habt. War eigentlich unnötig, müsste man nicht rausholen. Deswegen habe ich das auch nicht erwähnt, die rauszunehmen. So, dann einmal noch schauen, wo ich den GPS-Empfänger letztendlich unterbringen kann. Den habe ich relativ nah am Armaturenbrett unten angebracht. Dort ist sehr gut Platz für den. Und unser WLAN, unsere WLAN-Antenne, die habe ich auch irgendwo da, circa dort, wo der Lautsprecher ist, verstaut, plus minus. Also nicht exakt. Man muss halt schauen, wie das Ganze dann aussieht, wie es platzmäßig passt. Und man muss es gegebenenfalls, wenn ich es schon mal festgeklebt hatte, mit neuem Kleber versehen. Anders geht es halt leider nicht. Ich habe da einen super Kleber gehabt, den habe ich dann auch verwendet. Also so Klebe, doppelseitiges Klebeband, so richtig dick, schon so ähnlich wie Schaumstoff sozusagen. Und da war es so ähnlich, was auch vorher verklebt. Und deswegen habe ich das Ganze nochmal so ähnlich verklebt. Und das Ganze haftet natürlich extrem gut, weil ich habe das hier auch hängen sozusagen. Ich habe so einen Ladeadapter circa neben dem Bett hängen von Anker. Und den habe ich damit unter dem Tisch befestigt. Und das Ding hält bombenfest. Also ich habe damit keine Probleme, dass es mal runterfällt. Deswegen, also schaut mal nach, wo ihr das Ganze verstauen könnt. Ich habe es natürlich relativ einfach verstaut und sehr gut. Dementsprechend hat das Ganze auch super gehalten. Das Kabel später natürlich mit Kabelbindern an dem Kabel, welches nach oben geht, fixieren. Das ist halt noch wichtig. Und auch unten an der im Fußraum das Ganze natürlich auch mit Kabelbindern fixieren und verstecken. Dann kann auch wieder, sobald das natürlich dann alles soweit fest ist an den Punkten, die Abdeckung für euren Anführungszeichen Beifahrersitzsicherungskasten wieder dran. Achtet darauf, dass die Dichtung natürlich auch richtig verläuft, nicht irgendwo hinten eingeklemmt ist. Das ist halt sehr wichtig. Und auch wenn ihr die A-Säule später wieder montiert, muss dann auch wieder die Dichtung passen. Das heißt, sie sollte nicht hinter der Abdeckung verlaufen, sondern davor, damit das Ganze natürlich gut abgedichtet ist. Zum Montieren der A-Säule sei noch gesagt, die Klipse einmal rausnehmen, die dann sofort in die A-Säule einsetzen, so wie sie auch eigentlich reingehören, das heißt so reingeschoben bis zum Ende. Und dann könnt ihr die A-Säule direkt mit den Klipsen so eindrücken. Das heißt, ihr müsst aber gucken, dass ihr die Löcher natürlich trefft, kommt am besten dann von außen gucken. Dann seht ihr normalerweise in diese Abdeckung hinein und könnt dadurch am einfachsten dann die Löcher treffen.
Dann müsst ihr noch die Kamera, sagen wir mal, an den Himmel vorbeiführen. Das geht natürlich relativ straff, weil wir die Schraube noch nicht gelöst haben, wo unsere Sonnenblende ist. Das ist aber nicht schlimm. Das geht auch so relativ gut. Muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass wir das Ganze nicht zu strapazieren, dass unser Himmel bricht. Der besteht nämlich aus Glasfaser und kann durchaus dann brechen. Aber deswegen den Stecker nur durchschieben. Sobald das Kabel dann nur noch durchgeschoben werden muss, geht das Ganze halt relativ einfach. Dann natürlich das Kabel anstecken, wenn es soweit ist mit der Kamera. Und vielleicht schon eine kleine Schlaufe bilden, das Ganze straff halten, damit letztendlich das Kabel unter Spannung steht, welches sich im Himmel befindet. Weil, wenn das Ganze locker liegt und wir Auto fahren, dann kann es durchaus zum Klappern kommen. Deswegen da das Kabel straff halten, weil dann klappert es halt nicht, beziehungsweise weniger. Dann die Innenbeleuchtung wieder einsetzen, einfach rein, natürlich Stecker dran, reindrücken, sodass die Federn wieder einrasten richtig, das Ganze bis zum Ende schieben, dann eure Blende drüber oder wie bei mir halt diese Alarmsicherung, wie auch immer, beziehungsweise das ist der Ultraschallsensor, heißt er glaube ich, den auch wieder einstecken, dann oben einbauen, beziehungsweise reindrücken und dann habt ihr soweit eigentlich fast alles fertig. Noch die Kamera muss jetzt an die Scheibe montiert werden, aber dazu macht am besten einfach auch alles soweit an. Das heißt, Batterie wieder anklemmen, dann die Kamera natürlich, einmal natürlich die Kamera einschalten auf dem Display und zu schauen halt, wie ihr das Ganze ausrichtet, dass am Ende nichts im Weg ist oder irgendwas stören könnte. So, dann kommt die letzte Herausforderung, das ist einmal diese Folie, die Schutzfolie von dem Kleber zu entfernen. Das ist relativ schwierig, muss ich sagen. Da muss man mit dem Schlitzschraubendreher wirklich richtig rumfummeln, um das abzubekommen. Dann, wie gesagt, die Kamera in die Position, die ihr euch halt ausgeguckt habt, an die Scheibe klemmen. Ich habe es natürlich circa an den Beifahrer geheftet. Ist damit für mich angenehmer, als direkt über dem Kopf das Ding zu haben, weil es dann letztendlich vielleicht im Sichtfeld noch nerven würde. Und das Ganze dann befestigen und dann seid ihr soweit fertig. Die Kamera nimmt durchgehend auf, das sage ich schon mal vorher. Speicherkarte kann direkt eingesteckt werden in die Kamera, das funktioniert auch super. Eine Play-Taste gibt es an sich auch für die direkte Aufnahme. Stopp-Taste ist dann auch vorhanden. Gibt halt verschiedene Funktionen. Und ansonsten muss man halt alles den Rest der Anleitung entnehmen. Normalerweise ist doch viel in der Beschreibung steht in der Beschreibung schon drin. Und dementsprechend kann man sich natürlich auch andere Modelle angucken. Ich bin mit der recht zufrieden, das ist ein universelles Ding. Es gibt noch spezielle halt, wo ich dann um meinen Rückspiegel das Ganze montieren kann. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, die Variante genommen. Ist auch angenehm, muss man nicht diskutieren. Ist alles gut versteckt und verstaut und passt schon. Ich kann es ja nicht direkt hinter dem Spiegel verstecken, weil dort auch eine Vignette noch hängt. Dementsprechend muss ich das Ganze ein bisschen versetzt machen. Deswegen auch die Beifahrerseite. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Zusammenbau. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen oder bei Instagram, wie ihr wollt. Und die werde ich dann zeitnah und so gut wie möglich natürlich beantworten. Ansonsten halt viel Erfolg, viel Spaß und man sieht sich halt im nächsten Video. Bis dann!